Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir den zweiten Hausbesuch hier vor uns stehen. Und zwar sprechen wir da über das Haus Maison Francis Kirkjian. Und ich erzähle euch nach dem Intro alles, was ihr zu den ersten Düften, die wir hier in dem Hausbesuch besprechen, wissen müsst. Also bleibt dran. Ja, und auf dem Weg auch noch herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Martin. Hier dreht sich alles um das Thema Parfum. Und wenn euch das gefällt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet und den Videos einen Daumen nach oben gebt. Heute im zweiten Hausbesuch, haben wir schon gesagt, sprechen wir über Maison Francis Kirkjian. Das ist ein 2009 gegründetes Nischenparfümhaus aus Paris. Und wie der Name schon sagt, steht dahinter der Parfümeur Francis Kirkjian, der ja mittlerweile mehr oder weniger zum Superstar der Branche avanciert. Und da gibt es auch noch gleich eine Neuigkeit. Der François Demarchy von Dior mehr oder weniger ersetzen wird. Das heißt, Francis Kirkjian übernimmt jetzt die kreative Leitung bei Dior und wird auch gleichzeitig trotzdem immer noch die kreative Leitung von seinem eigenen Haus übernehmen. Und über das Haus MFK sprechen wir heute. Ich glaube, wir haben insgesamt 15 oder 16 Düfte, die wir in zwei Videos aufteilen. Und im ersten Video werden wir uns den etwas leichteren und frischeren Düften widmen. Ja, und das machen wir jetzt auch. Wir fangen mit dem ersten Duft an. Und zwar haben wir hier den Aqua Universalis, über den wir uns jetzt ganz kurz unterhalten werden. Der Aqua Universalis ist 2009 erschienen, im Gründungsjahr der Marke. Ich habe den Duft hier auf dem Teststreifen. Und was man da wirklich riecht, das ist ein absolut sauber und frischer Duft, wie man ihn meiner Meinung nach perfekt als Signature-Duft im Büro tragen kann. Das heißt, das ist ein Duft, der wirklich überhaupt nicht aneckt, der sehr, sehr sauber und gepflegt riecht, der das My Collection ganz klar in den Vordergrund stellt. Das ist also ein My Collection-Duft, beziehungsweise ein Duft, der sich sehr, sehr stark auf das My Collection fokussiert und wo wir im Opening eine richtig schöne zitrische Frische haben, die dann mit der Zeit etwas in den Hintergrund geht und dann kommt das Maiglöckchen immer mehr durch. Die Haltbarkeit von dem Duft ist meiner Meinung nach absolut überzeugend und das, obwohl im Internet oft steht, dass da die Haltbarkeit schlecht bewertet wird. Also ich habe den Duft jetzt ehrlich gesagt auf meiner Haut auch nach 8 Stunden noch problemlos wahrnehmen können und die ersten 1-2 Stunden strahlt er dabei sogar relativ stark von der Haut ab. Deswegen, ich finde, für einen frischen Duft, der so in diese sehr, sehr saubere Richtung geht, sind 8 Stunden meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Als nächstes schauen wir uns den Aqua Celestia Cologne Forte an. Ja, der ist 2021 erschienen und ja, so ein bisschen scheiden sich da ehrlich gesagt die Geister. Ich zeige euch aber mal, was wirklich der große Vorteil von diesen neuen Flakons ist. Und zwar haben wir da hier wirklich einen wunderbar dosierbaren Sprühnebel. Also die Sprüher sind im Vergleich zu den früheren Flakons, also den älteren Veröffentlichungen, definitiv besser geworden. Einziger Nachteil ist hier auch wieder, dass die Verschlusskappe hier nur noch aus Plastik ist. Und das finde ich ehrlich gesagt bei dem Preis, ja, das finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen unverschämt, dass man da jetzt schon meint, man müsste da an den Preisen sparen, beziehungsweise an der Verarbeitung von dem Flakon sparen, der einfach nicht mehr so hochwertig wirkt. Aber wie gesagt, dafür haben sie den Sprüher eindeutig verbessert. Das ist schon mal ein Plus von meiner Seite. Und ja, wie auch beim Aqua Universalis haben wir hier einen sehr, sehr frischen, einen sehr, sehr angenehm sauberen Duft. Das ist so diese Duftrichtung, für die Francis Kirkjian in seinem eigenen Haus bekannt geworden ist. Und wir haben hier als Duftnoten zum Beispiel gelistet kalabrische Bergamotte, schwarze Johannisbeerknospe, ägyptischer Jasmin Absolu, französische Mimose Absolu, fruchtige Noten und Moschus. Und ich finde, gerade der Moschus kommt im Drydown von dem Duft relativ prominent durch. Das heißt, das wird dann so ein richtig schöner, ja, ich würde fast so sagen, es geht so in diese Richtung frischer Weichspülerduft. Also wirklich sehr, sehr sauber, sehr gepflegt. Das ist auch ein Duft, den man wunderbar als Signature-Duft verwenden kann im Büro. Oftmals ist es ja im Büro so, dass man relativ schwere Düfte da nicht so gerne trägt, weil die dann ein bisschen zu opulent sind. Oder die Mitarbeiter da, beziehungsweise die Kollegen,
manchmal auch relativ schnell nerven kann. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist ein absolut schöner, sauberer, zitrischer Duft, der meiner Meinung nach überhaupt nicht anecken kann. Und der hat nur das Problem, dass diese gesamte Reihe, also diese gesamte Cologne Forte Reihe, absolut überflüssig ist. Die ursprünglichen Düfte, auf denen diese Düfte hier basieren, riechen fast genauso, sind in der Haltbarkeit ein kleines bisschen schlechter. Aber warum man jetzt diese Reihe hier neu lanciert hat, verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Es wirkt auf mich ein bisschen wie ein Schnellschuss, so nach dem Motto, lass uns nochmal schnell drei Düfte hier veröffentlichen, wir brauchen nochmal was fürs Portfolio. Deswegen, wenn ihr das Original habt, das heißt also den Original Acqua Celestia oder den Acqua Celestia Forte, dann braucht ihr den hier eigentlich wirklich nicht. Dann kommen wir zum nächsten aus der Reihe, auch wieder ein relativ frischer und sauberer Duft, und zwar der Cologne Pau Le Matin. Der ist ebenfalls 2009, also im Gründungsjahr der Marke, erschienen und ist wieder ein sehr, sehr frischer, zitrischer Duft, der meiner Meinung nach eine ganz, ganz eigenwillige Charakteristik hat. Und zwar riecht der wirklich wie Penatencreme. Also wenn ihr auf diesen Geruch von Penatencreme steht, dann ist das hier ein Duft, an dem ihr eigentlich nicht vorbeikommt, weil der riecht wirklich nahezu 1:1. Wie frische Penatencreme. Der hat meiner Meinung nach sogar noch das Plus, dass er so eine leichte Süße kriegt, und der geht dann etwas in so eine Traubenzuckerart Richtung, und zusammen mit diesem Penatencreme-Vibe haben wir hier also auch einen Duft, der absolut sauber wirkt, der ein super frischer Duft ist, der also gerade in den heißeren Jahreszeiten wunderbar passt und der auch super gut ins Büro passt, auch als Signature-Scent wunderbar einsetzbar wäre. Der von der Haltbarkeit aber einfach das Problem hat, dass ihm in der Regel so nach 3-4 Stunden die Luft ausgeht. Das sagt ja auch schon der Name. Das ist so ein Duft, mit dem man sich einfach mal zwischendurch ganz gut erfrischen kann. Das ist aber auf keinen Fall ein Duft, der euch über den ganzen Arbeitstag begleiten würde. Es sei denn, ihr nehmt den Flakon mit oder ihr füllt euch was ab und nehmt einen kleinen Reiseflakon mit ins Büro, um dann nach 3-4 Stunden immer noch mal nachzusprühen. Dann wäre das natürlich auch ein Duft, der euch über die gesamte Arbeitszeit begleiten kann, aber das ist eigentlich eher so ein Duft, den man in den heißen Tagen verwendet, um sich zwischendurch mal ganz kurz zu erfrischen. Dann kommen wir zu einem meiner Highlights, und zwar ist das der Masculine Pluriel. Der Masculine Pluriel ist 2014 erschienen und ist ein wunderbar frischherber Fougère, also ein Barbershop-Duft. Das Besondere an dem Masculine Pluriel ist, dass er nicht so dieser typisch langweilige Barbershop-Duft ist, wie man ihn letztendlich eigentlich schon 100.000 Mal gerochen hat, sondern dass er diesem Fougère-Genre, also wo ein Duft relativ viel mit Lavendel und mit Eichenmoos arbeitet, dass er diesem etwas angestaubten Genre einen modernen Twist gibt, weil er zum Ende hin so einen leicht frischen Duschgel-Vibe kriegt und weil er meiner Meinung nach im späten Drydown wie ein viel, viel hochwertiger Dior Sauvage riecht, ohne diesen ganzen Ambroxan-Mist. Und wir werfen da auch nochmal ganz kurz zusammen hier einen Blick auf die Noten. Wir haben hier kalifornische Grapefruit, sizilianische Zitronat-Zitrone, dann den provenzialischen Lavendel Absolu, der den Duft wirklich in diese Fougère-Richtung lenkt. Dann haben wir noch Leder, Atlas-Zeder, Patchouli und Vetiver. Wie gesagt, um den Duft ganz kurz zu beschreiben, das ist ein wunderbar frisch, würzig, leicht cremiger Barbershop-Duft, der zum Ende hin wirklich wie ein sehr, sehr hochwertiges Duschgel riecht und der von der Haltbarkeit sich da auch überhaupt gar keine Blöße gibt. Also der hält 8-9 Stunden ohne Problem. Das heißt, das ist ein Duft, mit dem ihr wunderbar über den kompletten Arbeitstag kommen könnt und dabei dann halt wirklich absolut frisch und gepflegt riecht und nicht wie diese oftmals angestaubten alten Barbershop-Düfte, die ja manchmal schon etwas wie älterer Herr riechen. Der hier riecht wirklich relativ modern, stellenweise sogar jugendlich, aber trotzdem halt auch nicht zu verspielt. Der Masculine Pluriel ist da definitiv ein Duft, den ihr mal ausprobieren solltet. Ja, jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem Duft, von dem ich leider nur eine Abfüllung da habe. Und zwar ist das der Amiris Homme. Der Amiris Homme ist 2012 erschienen und ich würde den dabei als frisch-süßen Duft bezeichnen. Wir haben hier einen relativ modernen, aber auch zeitgleich meiner Meinung nach eher jugendlichen Duft, der sehr, sehr frisch, sehr, sehr süßlich, holzig riecht und der ein bisschen das Problem hat, und das sehe ich so als großen Kritikpunkt von dem Duft, dass er meiner Meinung nach im Nischenbereich nicht wirklich gut aufgehoben ist, weil diese Duft-DNA schon sich sehr, sehr an anderen Klassikern im Designerbereich orientiert. Das heißt, wenn auf dem Flakon jetzt hier von dem Amiris Homme nicht MFK stehen würde, sondern vielleicht Boss
oder Dior oder Chanel, dann wäre der da meiner Meinung nach besser aufgehoben. Das ist ein sehr, sehr süß, holzig, frischer Duft, der nichts wirklich besonders macht, der sehr angenehm riecht. Und wir werfen auch noch mal ganz kurz zusammen den Blick auf die Duftpyramide. Hier haben wir auch wieder Virginia-Zeder, brasilianische Tonka-Bohne, Absolu, Safran, die karibische Amiris, Schwertlilie, Mandarine und Rosmarin. Und gerade diese Tonka-Bohne, die Tonka-Bohne Absolu, macht den Duft dann im Dry-Down meiner Meinung nach einfach zu süß. Das heißt, der driftet dann zu sehr in so eine gefällige Designer-Richtung ab und hat eigentlich gar keine Ecken und Kanten, wirkt ein bisschen glatt gebügelt. Deswegen ist das, ich finde, eher ein Duft, der ein jüngeres Zielpublikum anspricht, die nicht unbedingt einen Designer-Duft wollen, sondern die sagen, ich möchte ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und was aus der Nische kaufen, möchte aber trotzdem einen gefälligen Duft haben, der vielen Leuten gefallen wird, der aber eine bessere Haltbarkeit hat. Denn die Haltbarkeit ist hier ganz ordentlich. Da sind wir so bei 7 bis 8 Stunden beim Amiris Homme. Und deshalb schauen wir uns mal den nächsten Duft an. Vom Gentle Fluidity Silver, über den wir jetzt sprechen, habe ich leider auch nur eine Abfüllung. Der ist 2019 erschienen und ist ein herbholziger Duft. Das ist ein Duft, der dabei ganz, ganz prominent die Wacholderbeere in den Vordergrund setzt. Deswegen hat der Duft so eine leichte Gin-Note. Und diese Wacholderbeere im Duft, die stellenweise an Gin erinnern kann, also an das Getränk, den Gin, macht diesen Duft wirklich relativ herb, relativ frisch. Wir haben da im Hintergrund auch noch Hölzer, die dem Duft so ein bisschen mehr Profil geben. Und das ist gerade das, was mir in den anderen Düften, wie jetzt eben gerade den Amiris Homme gefehlt hat, dass der so ein bisschen an den Ecken mehr oder weniger glatt gelutscht ist. Der hier, der Gentle Fluidity Silver, der hat ein bisschen mehr Kante, der hat ein bisschen mehr Profil und wirkt auch deutlich maskuliner dadurch. Deswegen würde ich den zielgruppentechnisch vielleicht eher so 25 und höher, beziehungsweise 25 und älter einschätzen. Das ist dann dadurch ein absolut schöner, frisch, herber, männlicher Duft, der absolut perfekt auch ins Büro passt, beziehungsweise zu Anlässen, wo man vielleicht den Anzug tragen muss und wo man nicht zu dick auftragen will. Da passt der Gentle Fluidity Silver meiner Meinung nach absolut perfekt. Jetzt kommen wir zum Absolu Pour Le Soir und das ist der schwierigste Duft aus dem gesamten Sortiment von Maison Francis Coq-Jeanne, denn das ist ehrlich gesagt wirklich eine ziemlich animalisches Powerhouse. Das ist ein Duft, der sehr, sehr stark auf Kreuzkümmel setzt und auch sehr, sehr stark auf Honig setzt. Und wer sich mit Düften ein bisschen auskennt, der weiß, dass Honig, wenn er zu stark eingesetzt wird, auch in eine sehr, sehr animalische Richtung driften kann. Und das haben wir genau hier in dem Duft. Wenn ich euch das bildlich malen soll, dann müsst ihr euch das so vorstellen. Ihr fahrt auf der A7 im absoluten Hochsommer und ja, sind 40 Grad oder sogar noch mehr und ihr müsst ganz dringend auf die Toilette gehen und haltet an so einer abgeranzten Autobahnraststätte, wo die Toilette 3 Monate nicht sauber gemacht wird, weil die Putzfrau krank ist. Und exakt so riecht das. Also das riecht wirklich wie ein dreckiges, leicht abgestandenes Urinal und das macht den Duft für mich meiner Meinung nach in den ersten paar Stunden absolut untragbar, denn es riecht halt wirklich wie ein Urinal, also der riecht sehr, sehr fäkal, sehr, sehr urinös. Manche Leute finden diese urinöse Note in den ersten Stunden relativ attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich persönlich nicht so. Der wird hinten raus, so nach 3-4 Stunden wird er wirklich deutlich interessanter, denn dann wird er auch handzahmer und verliert etwas von dieser Animalik vom Honig und dann wird es eher ein relativ angenehm warmer Amberduft. Der wird dann hinten raus ein Duft, der zwar nicht in die Richtung vom Grand Soir geht, aber in eine ähnliche, relativ anschmiegsame und auch sehr, sehr angenehme Richtung, aber die ersten 2 Stunden machen den meiner Meinung nach absolut untragbar, da er da wirklich noch nach Urinal riecht und deswegen schauen wir uns mal den nächsten Duft an. Ja, der nächste Duft ist der kleine Bruder vom Absolu Pour Le Soir und zwar ist das der Cologne Pour Le Soir. Ja, der ist 2009 erschienen und wie schon gesagt ist das der kleine Bruder vom Absolu Pour Le Soir und der macht meiner Meinung nach all das, was der Absolu Pour Le Soir falsch macht, macht er hier richtig. Das heißt, der stellt den Honig zwar auch in den Vordergrund, aber nicht zu sehr, um dadurch zu animalisch zu wirken, sondern einfach wirklich wie ein kuschelig, warmer Wohlfühlduft, der eine leichte Animalik hat. Das kann man nicht abstreiten, weil durch den Honig einfach und weil da auch Kreuzkümmel drin ist. Aber das ist dann einfach ein Duft,
der wirklich diese derbe Animalik, also wo es wirklich nach Autobahnraststätte riecht, nach einem alten Urinal, das fehlt hier komplett. Wir haben hier zum Beispiel in den Duftnoten Siam-Benzo, persischen Rosenhonig, bulgarischen Rosenhonig und Weihrauch Absolu. Und der Weihrauch gibt dem Duft neben dieser leichten Honignote auch noch so was leicht Sakrales. Und dadurch wird der Duft hinten raus noch ein kleines bisschen rauchig im Abgang und verliert ein bisschen was von dem Honig, den wir die ganze Zeit über eigentlich sonst in der Duftpyramide haben. Und das wird zum Ende hin wirklich ein absolut angenehmer, anschmiegsamer Duft, der meiner Meinung nach perfekt in ein Setting passt. Wenn man sich ein bisschen herausputzt und vielleicht zu irgendeiner Ausstellung geht, dann ist das ein Duft, der meiner Meinung nach ganz toll funktionieren kann. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Highlight aus dem Hause MFK, und zwar ist das der Lumiere Noir. Der Lumiere Noir ist ebenfalls 2009 erschienen und ich würde den Duft dabei als blumig-würzig bezeichnen. Wir haben hier mit dem Lumiere Noir meiner Meinung nach den absolut schönsten und tragbarsten Rosenduft für einen Mann, der auf Rosendüfte steht, der aber nichts Feminines will. Auch hier schauen wir mal ganz kurz zusammen gemeinsam auf die Duftpyramide. Wir haben hier bulgarische Rose, Gewürze, indonesisches Patchouli und Beifuß. Und was diesen Duft hier absolut ausmacht, ist diese Kombination aus Rose und Patchouli und den Gewürzen. Das ist ein absolut herber und maskuliner Rosenduft, wo man regelrecht das Gefühl haben kann, dass an den Rosen wirklich noch die Dornen dran sind. Denn hier ist nichts glatt gebügelt wie in anderen Rosendüften für Männer. Der hat richtig Kante, durch die Gewürze kriegt er und natürlich durch das Patchouli bekommt der Duft eine richtig schöne Würze und Erdigkeit. Und das in Verbindung mit der Rose ergibt, wie gesagt, für mich den persönlich schönsten Rosenduft, den ein Mann tragen kann. Das einzige große Problem, und das wird ein Problem sein, was vielen nicht gefällt, ist, dass der Duft leider eingestellt wurde. Das heißt, MFK kann diesen Duft nicht mehr herstellen, beziehungsweise will den Duft nicht mehr herstellen. Es gibt Pressemitteilungen, die dann immer so ein bisschen schwammig klingen, dass man sich neu ausrichten will als Marke und dass der Parfümeur sich da ehrlich gesagt neu verwirklichen will. Warum man dann aber so einen Duft einstellt, der meiner Meinung nach das Potenzial zu einem absoluten Kultklassiker hat, ist für mich absolut unverständlich. Und ja, das macht das große Problem von dem Duft aus, dass er einfach nicht mehr erhältlich ist. Ab und zu müsst ihr mal schauen, gibt es noch Exemplare auf eBay, die dann zu horrenden Preisen weggehen. Diese MFK-Reihe hier in Form von 70 Milliliter Flakons hat, glaube ich, so einen UVP gehabt von 160 Euro. Und die Düfte, die gehen jetzt zu Preisen von 250 Euro bei eBay weg. Und da muss man dann für sich abwägen, ist es mir wert? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der beste Rosenduft, den man als Mann tragen kann. Deswegen sollte man sich da zumindest mal eine Abfüllung besorgen, um sich da mal einen Überblick zu verschaffen, was es wirklich an Rosendüften gibt. Auch für Männer, die halt nicht zu feminin ausfallen. Und da ist der Lumiere Noir meiner Meinung nach ein absolutes Highlight in diesem Genre. Und umso trauriger, dass das Haus MFK den Duft eingestellt hat. Ja, und als letzten Duft schauen wir uns jetzt hier eine absolute Gurke aus dem Haus an. Und das wird uns jetzt umso mehr auffallen, nachdem wir jetzt gerade den Lumiere Noir besprochen haben. Der, wie gesagt, der tollste Rosenduft für einen maskulinen Mann ist. Denn der Duft wurde eingestellt und wurde durch den folgenden ersetzt. Und zwar ist das der L'Homme à la Rose. Und was man sich da im Hause MFK gedacht hat, ist mir absolut ein Rätsel. Das ist somit der austauschbarste, langweiligste und generischste Rosenduft, den ich persönlich ehrlich gesagt jemals gerochen habe. Der ist meiner Meinung nach auf einem Drogerie-Wühltisch-Niveau. Ja, der Duft steht meiner Meinung nach überhaupt nicht in Verbindung mit dem Lumiere Noir, der einer der schönsten Rosendüfte aller Zeiten ist. Und warum man den eingestellt hat, um diesen neuen Duft hier zu veröffentlichen, den L'Homme à la Rose, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich somit eine der größten Fehlentscheidungen aus dem Hause MFK, die ich ehrlich gesagt jemals miterlebt habe. Ich meine, dass man diese Cologne Forte-Reihe veröffentlicht hat, ja, schön und gut, die tut niemandem weh, aber der L'Homme à la Rose, muss ganz ehrlich sagen, das ist somit das schlimmste und generischste und langweiligste, was ich in langer, langer Zeit wirklich aus einem Nischenhaus gerochen habe. Das wirkt wirklich so, als hätte das ein Parfümeur-Anfänger im ersten Semester zusammengeschustert und dann hat man gesagt, komm, lass uns das Ding veröffentlichen, wir haben für Männer nichts mehr mit Rose im Portfolio, nachdem wir den anderen Duft eingestellt haben. Und von dem kann ich euch wirklich nur abraten. Ich würde euch noch nicht mal sagen, holt euch da eine Abfüllung, weil ihr werdet wirklich enttäuscht sein. Das ist ein absolut synthetisches Rosenwasser mit so ein bisschen
einem leicht seifigen Charakter. Bei dem verpasst ihr wirklich nichts, wenn ihr den nicht riecht. Deswegen, es gibt aus dem Haus bedeutend interessantere Düfte, die ihr euch mal anschauen solltet. Der L'Homme à la Rose gehört da definitiv nicht dazu. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Informationen zu den Flakons bzw. zu den Größen von den Düften von MFK. Die kommen nämlich in mehreren Größen. Wir haben hier unter anderem die 70 ml Flakons, wir haben die 200 ml Flakons und dann haben wir noch die Travel Sprays. Die kommen meistens immer in Dreierpacks à 11 ml. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Größen für Düfte und die Preise gehen dabei von UVP ungefähr von 150 Euro bis zu 250 Euro für die Extrait de Parfum Varianten. Die Flakons sind meiner Meinung nach alle super verarbeitet. Ich zeige euch jetzt hier als Beispiel nochmal den Lumiere Noir als Beispiel für einen 70 ml Flakon und den Masculine Pluriel als Beispiel für einen 200 ml Flakon. Die fühlen sich absolut toll an, liegen sehr, sehr gut in der Hand, haben in der Regel eigentlich einen ganz guten Sprühkopf, haben auch eine relativ schöne Verschlusskappe, die sehr, sehr schwer ist und auch sehr, sehr hochwertig wirkt. Ja, und damit sind wir mit dem ersten Teil vom Hausbesuch von MFK fertig. Wir haben uns jetzt hier die frischen bzw. die frischeren und die leichteren Düfte vorgenommen. Und im zweiten Video, was dann demnächst erscheint, gucken wir uns dann die ganzen Oud-Düfte an. Wir gucken uns Baccarat Rouge an. Wir gucken uns den Grand Soir an, also die schwereren Geschütze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, so dieser erste Überblick über das Haus MFK. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim zweiten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut.